Meine Damen und Herren, Servus und grüßt euch zu einer weiteren Folge hier auf unserem Kanal. Ja, ihr seht es schon, ich darf euch heute zu einem Start von einem neuen Projekt begrüßen. Ja, ich sitze hier noch in meinem wunderschönen Auto. Bin jetzt gerade hier angekommen, ihr seht schon, ist schon 14:27 Uhr, also knapp über 3 nachmittags. Und ja, wir sind hier tatsächlich jetzt mal angekommen. Ich werde euch jetzt mal ganz erzählen, was denn hier die letzte Zeit alles so passiert ist und wo wir hier sind. Erstmal, wir sind hier auf der Bergisch Land. Das ist, soweit ich weiß, in der Nähe von Köln. In dem Bereich, also Umgebung Kölle. Und ja, wie ich hierher gekommen bin, ich war tatsächlich, ich habe meine Ausbildung oder beziehungsweise Lehre zum Landwirt, also tatsächlich abgeschlossen und war jetzt auf der Suche nach einem schönen Hof mit ein paar Gerätschaften. Und dann habe ich tatsächlich den schon mal gefunden. Er war zwar einer von ein bisschen teureren und alles, aber schlussendlich ist dann doch der geworden. Ich habe mir schon kurz ein bisschen umgeschaut, wo es euch so rumstört. Und ja, aber das schauen wir jetzt alles auch noch zusammen an. Ja, wie gesagt, hier vorne haben wir irgendwie einen Verkaufsstand mit ein paar Verkaufsautomaten. Ich weiß nicht, ob das noch alles gut ist, was da drin ist, beziehungsweise ob der überhaupt uns gehört. Aber ich denke mal schon. Schauen wir mal hier ein bisschen weiter, da über die Pfütze, wenn wir jetzt nicht unbedingt nehmen, beziehungsweise Schlammloch. Da vorne sieht man schon die ersten Gerätschaften. Wir haben da auf jeden Fall, okay, das schaut auf jeden Fall dann danach aus, dass wir einen Glasdrescher haben, wenn schon mal das Schneidwerk von Glas ist. Das schaut eigentlich an sich noch relativ gut aus, wird auch wahrscheinlich vom Dominator sein. Dann haben wir hier einen Stahlrobust F mit einer Gabel, wir haben eine Gabel. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher das jetzt ist. HD, steht jetzt keine Nummer drauf, aber gut. Passt auch so, er ist wahrscheinlich für den Diesel, was es da gibt. Dann haben wir noch einen Ballenspieß, eine Fliegelschaufel. Würde mal sagen, auch Kubik wird wahrscheinlich nicht für der Gräs. Und dann haben wir noch ein bisschen Gräne, die normale, für den Frontlader. Und ja, da ist, weil ich sehe, kein Tor drin, das war jetzt aber meistens aber auf. Aber an sich sind jetzt eigentlich da kein Randalen, wen die wohl so irgendwas weggeschmissen haben. Der schaut ganz sicher auch noch wunderschön aus. Und ja, wie gesagt, haben wir hier den Klaas Dominator SL Maxi 108 von anscheinend dabei war. Haben es wahrscheinlich doch gekauft. Genau, noch apropos zu die Leute von dem, wo ich es gekauft habe. Das war schon ein bisschen älteres Ehepaar. Die haben leider keine Kinder gehabt. Die wollen den Hof weiterführen, haben Kinder oder wollten. Aber soweit ich weiß, haben es gar keine gehabt. Und ja, die sind dann auch. Sagen wir mal, würde sich sagen, pleite gegangen, aber halt einfach gesagt, es rentiert sich nicht mehr, den Hof weiterzuführen. Auf jeden Fall sie. Und haben den halt dann zum Verkauf ausgeschrieben und den habe halt eben jetzt dann kauft das gute Teil. Hier drin kann man mal reingucken. Schaut mir nach dem Hühnerstall aus. Soweit ihr jetzt schon mal geschaut habt. Liegt noch ein bisschen Stroh drin, das braucht dann aber auch alles erneuern, wenn da wieder Viecher näher kommen sollen. Da haben wir zwei Tore, da werde ich jetzt aber nicht aufmachen, und wenn wir mal da rein gehen. Da sieht man schon ein bisschen was durch die Scheiben durch. Wenn ich jetzt da durchgehe, ja, geht. Wir haben zwei Hänge, einmal haben wir einen 7,5 Tonner. Ja, dürfte 7,5 Tonner sein. Und da haben wir noch ein bisschen erklärt, ist auch 7,5 Tonner, aber nicht mit dem großen Aufbau, sondern bloß mit dem kleinen. Und da haben auch nochmal die Zusatzbordwände drauf. Sind beide von Unsinn, ne? Ja, von Unsinn. Schauen wir noch ganz gut aus. Die sind jetzt schon die ältesten, soweit ich weiß. Traktortechnisch haben wir hier einen Fendt GT. Ja, einer von ein bisschen älteren Generation, so wie man es sieht. Der wird, aber ich werde jetzt mal schauen, weil der Hub ist jetzt knapp 1,5 Jahre, wenn nicht schon ein bisschen länger. Oder zwei sowas. Stück gestanden ist nichts gemacht, weil bei dem von den Fahrzeugen technisch her ist alles so gestanden, wie es ist. Und da 16 war halt dauerhaft das Tor auf, also der Fall zugeht, weil die da so stehen. Und da ist dann heute halt natürlich auch schon kalt mehr Regen und so weiter. Dann haben wir da eine Fliegel auf der Fliegel, okay. Ja. Ist halt für Dreipunktaufnahme hinten kann man halt was draufstellen, so kleine Plattform. Was haben wir hier oben? Ja, geht noch so ein Bereich da wo. Ich will jetzt gar nicht so weit laufen, weil ich weiß nicht, ob das noch alles super ist. Haben wir auf jeden Fall Werkzeugkirchen. Ein Ladegerät, so wie es da ausschaut, Dieselkanister oder Benzinkanister. Gehen wir da mal wieder ruhig, dass wir da irgendwie rohbrechen oder was, das wollen wir wieder. Wir haben das tatsächlich noch auch eine von den neuesten Gerätschaften, was gekauft worden ist, den Weidemann 7070 CX50 Hoftrack. Ja, stabil, Beleuchtung, Rundumleuchte, Dach, war eigentlich alles, was man so braucht.
Dann haben wir hier einen Dünger, Streuer, PS. Ja, okay, das ist was reinpasst. Ja, wird wahrscheinlich eher auch noch für den, das ist auch noch älter, so wie man es ja sieht. Und der wird dann halt noch eher auch für einen GT da passen. Das ist tatsächlich so, habe ich auch gesehen gehabt. Einer von den neuesten Hängern. Ein Reisch 13 Kubik. Ich weiß nicht, waren es 13 Kubik oder bloß 10? Steht das da irgendwo? Oder waren es 12 Kubik? Kose. Ah, ich glaube 12 Kubik waren es, ne? Aber ohne steht das nirgends. 40 oder drauf. Ja, aber soweit ich weiß, ist es wahrscheinlich, ja, ist ein 12 Tonnen ungefähr. Mit schönen dicken Reifen drauf. Ja, da geht's da tatsächlich zu. Und ja, können wir mal kurz rauf, Gero. Plane mal kurz aufmachen. Wegklappen hier. Ja, okay, innen drin ist nichts mehr. Schaut aber auch noch relativ neu aus. C16, er ist jetzt echt verkratzt oder so weiter. Machen wir wieder drauf. So. Dann war es das, was drin steht eigentlich so weit, wie ich es auch wie gesehen habe. Da denkt jetzt dann direkt ins Wohnhaus. Ne, war ich auch schon kurz drin, aber da ist dann tatsächlich gekotzt worden. Und ja, da ist schon ein bisschen modrig da drin. Also, will ich mir unbedingt zu lange aufhalten. Muss ich dann schon mal schauen, dass ich das alles wieder sauber kriege. Dann machen wir da drüben wieder zu. Ist zwar Store da hinten auf, aber mei. Was das da ist. Ach, das ist. Ah, stimmt. Haben wir gerade gedacht, warum ist jetzt so teuer, aber das ist so ein Tor mit der Tüte, ne? Das da hinten ist der ganz und das ist so, ja. Sag mir das nicht so. Er ist halt eine Tür in dem Tor drin, ne? Ja, wie gesagt, da geht's ins Wohnhaus rein. Kann man ein bisschen rein schauen, da ist Bad drin und ja. Muss man halt alles mal ein bisschen erneuern. Auf jeden Fall die Kuh schaut noch relativ schön aus. Sie schaut auch noch neu aus, sagen wir mal so. Die Fliesen an der Wand, ja, ist natürlich Geschmackssache. Aber im Prinzip schaut eigentlich noch relativ gut aus soweit. Ja, der Dom ist natürlich durchbauen und noch zwei Zimmer, da habe ich jetzt aber nachgeschaut. Dann haben wir hier auch noch ein paar Gerätschaften. Wir haben einen 4-Schau-Wände-Flur von Ferneland. Der schaut eigentlich aus sich auch noch ganz gut aus. Ist auch noch nicht zu alt. Klar, da und da hat ein paar Macken, aber es ist der Flur. Das ist normal bei dem. Das Date aber ausschauen kann wie aus dem Ei gepellt. Die Samashi ist eine. Was ist denn? 4-5 Meter? Wer würde mal sagen, 4 Meter? 4 Meter Einzelkorn Samashi von Kuhn. Kennt man auch schon. Ist ein solides Teil, funktioniert einwandfrei. Dann können wir schon zum zweiten Diesel, 60 ist nochmal ein Fan. Also die Leute, die sich gewundert haben, die haben eher auf Fan vertraut und so weiter. Da haben wir einen Fan, Farmer 305 LSA, beziehungsweise LS Turbomatic. Da können wir gerne mal kurz reinschauen. Hinten Scheiben ist auf die Kante mal wieder zu machen, dass die Etikette so belascht werden. Ja, auf jeden Fall sind wir innen drin, der schaut auch noch relativ schön aus. Braucht zwar vielleicht mal ein bisschen durchputzen an sich, aber im Großen und Ganzen ist der noch relativ gut. Dann schauen wir mal, da Jam zu machen. Ah, schauen wir zu. Wunderbar. Ganz zu machen, bitte. Eben nochmal rum. Ja, so passt. Dann können wir da wieder rausgehen. Du natürlich wieder zu machen. Wenn wir jetzt gerade benutzen. Ich habe jetzt nur geschaut, ob die alle laufen. Das muss ich dann erst noch machen. Und ja. Dann das ist, das Ganze hier ist, soweit ich sicher, ein Seilstall gewesen, also für Schweintel. Ich weiß nicht, ob man das so irgendwo noch genauer sieht. Da haben wir auf jeden Fall Gülle rum, auch mit fürs Güllefassler zum Abzapfen. Da hinten, ja. An sich schaut eigentlich auch noch relativ gut aus. Mischtrainer haben wir auch und Farmtech. Ist, schaut auch noch relativ gut aus von dem her. Wird wahrscheinlich auch bleiben. Ich weiß jetzt nicht, ob man braucht den. Aber wir lassen jetzt erstmal da stehen. Oder beziehungsweise der steht jetzt noch da, dass wir erst dann in die laufenden Folgen dann schauen, was wir mit den Sachen machen. Dann haben wir hier einmal, kommen wir zu der Grasbereich, beziehungsweise Wiesenpflegebereich. Haben wir da einen Schwader von Pöttinger. Ja, ist auch relativ naiv. Die haben, ja, wegen auch, weil sie, sozusagen, ich will jetzt nicht die ganze Zeit sagen pleite, ich sage jetzt einfach mal Insolvenz. Irgendwas dann ist da drauf gelegen, weil ich habe viele alte Maschinen gehabt und die haben gesagt, ach, das bringt alles nichts mehr, die verkaufen wir.
Und haben halt auch viele neue Maschinen gekauft und haben sich gedacht, ja, dann wird es vielleicht besser. Ist halt dann auch in dem Fall da halt waren und sind halt einfach halt viel benutzt worden. Das sieht man, die schauen noch relativ neu aus. Die haben vielleicht ein, zwei Ernten mitgemacht und an sich sind die auch gut gepflegt worden und alles. Winter haben wir auch. Ja, schöner Vierkreisel. Lenker auf jeden Fall. Zwei Kreisel. Passt. Der Ladepunkt ist tatsächlich noch älterer, mängeliger Rand. Muss man sagen, ist super wohn. Da hätte ich jetzt auch keine Neuheit hängen müssen. Natürlich muss man sich mit Messer und alles anschauen, ob die noch alles scharf sind und ob das alles passt. Aber natürlich auch die Leitungen. Aber das wird dann alles im Laufe der Zeit noch passieren. Werde ich mal anschauen. Da haben wir tatsächlich Samashi Frontpacker von Tassapnoi. Tassapnoi. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen ausspreche, weil wenn ich ihn nicht richtig ausgesprochen habe, dann tut es mir leid. Karel. Ja, wahrscheinlich ist Karel, glaube ich, die Marke. Eine Amazone Samashi. 3 Meter. Normalerweise. Ja, müsste 3 Meter sein. Und noch ein Lemken. Kleiner Gruppe. Ja, aber jetzt 3 Meter hoch, weiß ich jetzt eher. Er wird ein bisschen schmaler sein. Auf jeden Fall haben sie gesagt, der Frontpacker war halt einfach am Diesel drin und Gräsern, den werde ich euch da auch gleich nochmal zeigen. Und hinten dann Samashi drauf. Und der Grupper da, ja, der ist halt einfach eingesetzt worden, nirgends was zum Gruppern gab. Wir haben auch natürlich auch Spritzen, eine für Hari, eine Hari Mega. Da haben sie aber gesagt, die haben es schon gebraucht, gekauft. Und die war einfach in einem sehr schlechten Zustand, also die hat nicht mehr gut funktioniert. Hat irgendwo das ein oder andere Leck gehabt. Und das Gestänge hat sich auch nicht mehr so gut ausladen lassen können. Ich weiß nicht, ob da ein Unfall passiert ist, mal. Man weiß es da. Auf jeden Fall, da werde ich mal schauen, da wird dann schon eine andere herkommen, weil ich will mir da jetzt nicht ewig mit der rumplungen. Und ich habe es mir schon kurz mal angeschaut, als das Gestänge, da geht schon streng. Und ja, die wird wahrscheinlich demnächst wegkommen, da werde ich schauen, ob ich irgendwo günstig auf der ein oder anderen Webseite ordentlich schießen kann. Und dann werde ich auf jeden Fall die wegkommen. Also, das war wahrscheinlich eine von den letzten Mal, dass ich es gesehen habe, genauer. Dann kommen wir zum nächsten Teil, haben wir hier einen Kuhstall. Ne, da gehen wir nicht drüber, da ist Stacheldraht so. Machen wir kurz da unten auf. Da geht natürlich das obere auf. Machen wir wieder zu. Okay, wird aufgehen. Ist verschlossen, wahrscheinlich soweit ich sehe. Ja, muss man jetzt nicht unbedingt näher schauen, aber wir können da auch mal aufmachen. Dann sehe ich mal ein bisschen näher. Ja. Ach, jetzt geht's auf. Bisschen drum gerissen, da geht's auf. Ja, gut. Man kennt's, ne? Ja, wie gesagt, haben wir hier einen wunderschönen Kuhstall. Da haben wir natürlich auch ein bisschen Freilauffläche. Da hinten aus die Wiesen, das 16 ist ein großes Stück. Da wo die einfach frei rumlaufen können. Ohne irgendwelche Probleme. Und ja, wie gesagt, ich werde wahrscheinlich eher auf Kier gehen, statt auf ihr sei. Aber das steht noch in den Sternen, ne? Machen wir da mal wieder zu. Damit das alles passt. Das Fassl habe ich gerade, das habe ich vielleicht leicht gesehen, habe ich vielleicht ein bisschen getroffen mit dem Tor. Aber ja, geht noch. Auf jeden Fall haben wir Urwasserfassler bzw. Gullefassler. Was von Kirchner das Problem ist, habe ich heute auch schon gesehen gehabt. Das ist tatsächlich noch ein Streuteller. Und wie gesagt, Streuteller 10 Jahre im 2021, 2020, 2022. In dem Jahr, soweit ich weiß, auf jeden Fall schon verbaut waren. Und ich weiß jetzt für Gülle auf jeden Fall. Beziehungsweise für den Acker, für die Wiesen, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube schon. Das heißt, ich muss mich da noch ein bisschen genauer mit aussetzen, ob ich das jetzt noch nutzen darf. Beziehungsweise ob ich es umbauen lasse. Und ob es sich rentiert, man weiß es nicht. Aber an sich schaut es eigentlich auch noch relativ solide aus. Kirchner, gute Marken. Und ja, Oax-Fassel, stabiler Rahmen. Passt eigentlich soweit. Dann kämen wir eigentlich schon zu dem letzten Schmuckstück, das ich so zu zeigen habe. Und es ist nochmal ein Fendt. Ja, es seht die Leute waren vom Fendt gängig. Und zwar das ist tatsächlich ein Fendt-Fabrik 509C mit wunderschönen Schlepperdreieckpanzer. Der ist jetzt tatsächlich, tut mir im Herzen weh. Oh, eineinhalb bis zwei Jahre die ganze Zeit im Freien draus gestanden und nicht bewegt waren. Das heißt, wird schwierig, ob der noch läuft.
Hat natürlich da und da vielleicht auch schon die andere Roststelle, aber an sich schaut eigentlich relativ gut aus. Der 60 so von BayWa Technik. Ja, die Leute haben viel mit BayWa zusammengearbeitet, werde ich wahrscheinlich dann auch machen. Und man sieht schon, wie die sie zu mir verhalten. Wenn die gut sind, dann werde ich bei denen bleiben. Wenn nicht, dann nicht in dem Fall eher. Ein Frontaderaufbau, dafür ist auch der Stall robuster, weil der ist zusammen mit dem Kraftwagen, also das war auch Komplettpaket sozusagen. Da schauen wir mal kurz rein. Tür geht auf. Steigen wir da mal ein. Ja, Lenkrad. Lässt sich noch herklappen. Das wunderbar innen, den ist ja nicht so schlecht. Scheinbar alles war zu. Richtungen sind auch noch ganz gut. Das heißt, du ist jetzt kein Wasser und nichts eindrehen. Radio haben wir. Klima haben wir. Bedienknöpfchen haben wir alles da. Ganghebe haben wir da. Und Handgas. Er passt eigentlich alles, weil die ist. Der sieht schon auch noch relativ gut aus. Wie gesagt, der ist ja noch relativ neu. Handschuhe, ja, ein paar Sachen, Flagge halt noch drin rum. Alles jetzt nicht so dramatisch. Machen wir da wieder zu. Zack. Und ja, das war's eigentlich schon vom Hof so weit. Nicht ganz dahin steht noch was, das kann ich auch nochmal schnell sagen. Ja, hier stehen nochmal zwei Gewichte. Einmal nochmal ein Fendt. Was jetzt gerade wie viel. Also hier noch, ne, sehe ich nicht noch. Ah, ich glaube 500 Kilo Gewicht oder irgendwie sowas. Das ist tatsächlich von der Gräse her. Also eins habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, ist ein Tonnengewicht. Höhe Schlepperdreieck, von no. Wenn von auf und sage, so Abschleppseil drauf, ist wahrscheinlich mal benutzt, wenn man zum Beispiel beim Häckseln mal mitkaufen hat oder was, zum Rausziehen oder halt einfach auf den Acker. Hier steht noch eine Werkzeugkiste, ich weiß nicht, warum das hier so auf rumsteht. Stell dir jetzt mal da noch, dass ihr die ganze Zeit im Weg steht. Und dann haben wir tatsächlich hier auch noch einen Offenser, keine Ahnung, Marken kennt jeder. Mischpacker auf jeden Fall. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nur getestet, wie der noch ist. Er schaut aber an sich noch relativ gut aus. Ja, war wahrscheinlich auch noch nicht so oft in Benutzung. Und ja, wie gesagt, Viecher waren schon da. Die haben es aber dann, wo sie halt gemerkt haben, ja, es bringt nichts mehr, haben sie es halt auch verkauft, weil es ist das Beste für die Viecher. Und ja, hier haben wir einmal ein Silo. Das ist, wo eigentlich so ganz schön ausschaut. Ja, hier und da vielleicht ein paar Kratzer drin, aber an sich schaut das eigentlich noch relativ solide aus. Dicker Beton hier. Und ja, das Einzige, was halt aber ein bisschen problematisch ist, wenn man von da reinfährt, da rum und dann da wieder raus, wenn man jetzt keinen Drehschirmleit hat. Und ich werde da wahrscheinlich jetzt mit den Drehschirmen häckseln. Da rumkommen wird dann wahrscheinlich ein bisschen eng, da muss der dann auf jeden Fall weg, weil der steht halt da auch nochmal einen guten Meter, 1,5 Meter mit der Anhängerdeichsel rein. Und da kommt man dann nicht so gut raus. Aber das sehen wir dann auch noch alles, wie es ist. Ja, ansonsten, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dürfte das alles gewesen sein. Ja, wir haben Frühling angefangen, das heißt, wir müssen eigentlich dann jetzt demnächst dann mal schauen, wie es mit die Förder und so weiter ist. Die werden jetzt alle wahrscheinlich brach liegen, soweit ich weiß. Und ich werde mir jetzt auch nochmal genauer vergewissern, dann mit dem Auto noch Rundfahrt machen, was denn alles dazugehört. Und dann in den nächsten Folgen werde ich euch dann da mitnehmen und euch das dann zeigen, wo es uns alles gehört und wie der ganze Zustand und alles da ist. Wo sie auf jeden Fall schon weiß, uns gehört, soweit ich was gewesen, weiß ich jetzt nicht, ob die uns gehört, aber was ich weiß, dass der Akku uns gehört da, der hier. Da war, so wie man sieht, einmal noch Maisdarm. Sind noch die ein oder anderen Stoppeln übrig geblieben. Aber ja. Da muss man halt, ich muss halt mal schauen, wie der Bone an sich ist. Ob der noch gut ist oder ob er relativ ausgelaugt ist. Man weiß es ja da. Dahinter habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen, gehabt, das ist so bloß, da ist auch noch aufgekistet. Zwar flackt jetzt zwar jede Menge Müll und so rum. Ob man da dann irgendwann sich vielleicht mal noch ein Vordach rausbaut. Weil hier ist der bloß noch gut und wir brauchen tatsächlich auch noch ein bisschen Unterstandsmöglichkeiten. Wie zum Beispiel ein Farmer und so weiter. Ich würde, dass die weiterhin draußen rumstehen. Und ich glaube, das wäre dann schon eine von meinen ersten Investitionen, was ich hier mache, damit man da eine Überdachung rausbauen, wo man halt einfach nochmal Sachen nicht stehen kann. Und ja, hier habe ich Ziegelsteine, ich weiß nicht, was das für Sachsen ist. Schau dir jetzt nicht. Zum Glück, zum Schluss ist noch irgendwas drin, wo ich und ihr unbedingt sehen wollt. Und
Ja, ich würde dann nochmal sagen, ich würde für heute dann da einmal Schluss machen. Ich hoffe natürlich, euch hat das gefallen, das Ganze. Unser Hof, kann man sagen, ist euch auch relativ schön gelegen. Und ja, ansonsten melde ich mich da nicht beim nächsten Mal wieder. Und ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in der weiteren Folge, wenn wir dann vielleicht schon mit den ersten Arbeiten auf die Acker und so weiter beginnen können. Und ja, bis demnächst. Macht's gut.